Jo Leute, alles Manga im Tanga. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es mal um die stärksten Pokémon aus Generation 2 in Pokémon Go. Und ich weiß, das wird jetzt ein bisschen scheiße aussehen, aber ich habe es irgendwie nicht besser hinbekommen. Sorry dafür. Aber ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Auf Platz 10 steht Tornupto. Er hat die Nummer 157 im Pokédex und er ist halt die Weiterentwicklung von Feurigen und das stärkste Feuer-Pokémon der zweiten Generation. Deine maximale WP-Anzahl beträgt 2686, Angriffswert 223, Verteidigungswert 176, Ausdauer, also KP, 156 und vom Typ Feuer. Übrigens, es geht jetzt natürlich so nach dem höchsten Trainerlevel, was es gibt, und das 100% Pokémon. Also wirklich besser geht's nicht. Das wollte ich nur gesagt haben. Okay, Platz 9. Ampharos. Ampharos ist Nachblitzer, das zweitstärkste Pokémon des Typ Elektro in Pokémon Go. Deine maximale WP-Anzahl beträgt 2695, Angriffswert 211, Verteidigungswert 172, KP 180 und Typ Elektro. Also ist Nachblitzer das stärkste Elektro-Pokémon in Pokémon Go. Platz 8. Impergator. Er trägt die Nummer 160 im Pokédex. Maximal WP-Anzahl 2721, Angriffswert 205, Verteidigungswert 197, Ausdauerwert 170 und Typ Wasser. Er ist halt die Endentwicklung von Kanimani und Ampharos, es hat die Nummer 181 und ist die Endentwicklung von Voltilam und Voltilam kommt aus den Kometa-Ei, entwickelt sich zu Vati und dann zu Ampharos, das wollte ich nur sagen. Nummer 7, Ursaring trägt die Nummer 217 im Pokédex. Und da war ich echt überrascht. Er ist ja halt die Weiterentwicklung von Teddy Ursa. Ich habe nicht gedacht, dass er so weit kommt. Auf jeden Fall maximal WP-Anzahl 2760. Angriffswert 236. Verteidigung 144. Ausdauer 180. Und Typ normal. Also er ist wirklich mehr zum Kämpfen geeignet. Platz 6, Xerox. Nummer 212. Er ist die Weiterentwicklung von Sichlor. Und ja, maximal WP-Anzahl 2801. Angriffswert 236. Verteidigungswert 191. Ausdauerwert 140, also KP. Typ Käfer und Stahl. Es hat eine Vierfachschwäche gegen Feuer. Und er ist halt wirklich nur zum Kämpfen, zum Angreifen geeignet, nicht zum Verteidigen. Also setzt ihn lieber nicht in die Arena. Platz 5, Scaraborn. Richtig selten. Nummer 214. Maximal WP-Anzahl 2938. Angriffswert 234. Verteidigungswert 189. Ausdauerwert 160. Typ Käfer und Kampf. Er hat halt eine Vierfachschwäche gegen Flug, aber das Ding ist trotzdem richtig stark. Ist halt auch wieder zum Kämpfen geeignet. Psyana. Mit Psyana und Nachtara sind halt zwei neue Evo-Entwicklungen in der zweiten Generation gekommen. Und natürlich, ich kann es schon entwickeln. Ich habe irgendwie schon 400 oder 500 Evoli-Bonbons. Und Nachtara kann gerade einmal 2000 WP erreichen. Und das ist lächerlich. Psyana ist natürlich stärker. Aber es ist das stärkste Pokémon vom Typ Psycho. Allerdings ist es nicht die stärkste Evoli-Entwicklung, sondern es bleibt Aquana mit maximal 3175 WP. Also es ist nicht das stärkste, aber es ist eins der stärksten oder das zweitstärkste. Sagen wir Platz 3 oder Platz 2. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's mit Platz 3. Genau. Psyana 196. Pokédex. Donphan 232. Maximal WP-Anzahl 3022, Angriffswert 214, Verteidigungswert 214, KP 180 und Typ Boden. Jungs, das Ding ist selten. Das ist die Weiterentwicklung von Panfi und ist das zweitstärkste Pokémon vom Typ Boden nach Rizoros halt. Es ist sowohl zum Angreifen als auch zum Verteidigen geeignet. Also könnt beides damit machen und das Ding ist fucking stark. 3000 WP. Platz 2, Hytera. Weiterentwicklung von Chanera. Maximal WP-Anzahl 3219. Angriffswert 129. Mülltonne. Verteidigungswert 219. In Ordnung. Ausdauerwert 510.
Nicht normal. Also dazu sage ich jetzt mal nichts. Und Typ normal. Also es ist jetzt nicht wirklich zum Kämpfen geeignet. Natürlich, man kann es machen, aber ihr solltet wirklich nur in die Arenen setzen, weil das ist echt fucking schwierig, hier so einen Chanera zu gewinnen. Natürlich, jetzt ist es einfacher mit dem Update geworden, aber glaubt mir, Leute, wenn das Ding 3000 WP hat, dann ist das echt nicht einfach. Hat die Nummer 242 im Pokédex. Platz 1. Despotar. Er hat die Nummer 248 im Pokédex. Maximum WP-Anzahl 3670. Angriffswert 251. Verteidigungswert 212. Ausdauer, also KP 200. Typ Gestein und Unlicht. Kleiner Tipp: fangt wirklich jedes Kramurks, damit ihr ein wildes Despotar oder so auch einfacher fangen könnt, falls mal wild auftaucht. Was ich nicht glaube. Aber auf jeden Fall, es ist nicht nur das stärkste Pokémon der zweiten Generation in Pokémon Go, sondern es ist das stärkste Pokémon in ganz Pokémon Go. Es kann 100 WP mehr als Dragoran erreichen. Das ist krass. Dragoran hat irgendwas für 2500 und Despotar kann 2600. Dragoran 3500 und Despotar 3600. Und ja, Platz 3 ist dann wohl Hytera. Oder Aquan. Nein, Hytera ist Platz 3. Platz 2 ist Dragoran, nur noch. Despotar jetzt Platz 1. Ich habe auf jeden Fall schon Lavita meine ich, sorry, aufs Ei bekommen und das ist Sugoi. Lavita wird jetzt zu Pupita und dann zu Despotar. Habt ihr schon ein Lavita oder so? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat sich zu sehr gestört, dass man diesen schwarzen Rand hier gesehen hat. Ich konnte es halt echt nicht besser machen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Pokémon aus der zweiten Generation habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.